Der üppige Dschungel Afrikas wird durch Blackwoods Gier zu Brachland. Wenn dieses Land all seines Goldes, Öls und Aluminiums beraubt ist, bleibt nur noch Rauch und Staub. Die Zukunft dieses Kontinents steht auf dem Spiel. Wir müssen sämtliche Aktivitäten Blackwoods gnadenlos eliminieren. Sichert das Gebiet und neutralisiert seine Blackwood-Truppen. So, dein Einsatz, Jan. Das sind normale Blackwoods. So, Leute. Wir sind jetzt hier mal Awesome Crazy bei einem neuen Spiel, und zwar bei Warface, bei der Marco wieder. Und wir starten jetzt einfach mal, ich spiele das Spiel jetzt hier gerade mal zum ersten Mal. Mein erster Eindruck so, der ist eigentlich relativ gut. Der Chris, der fällt heute leider aus. Und ja, jetzt spielen wir einfach mal. Genau. Also bis jetzt ist echt nicht schlecht, also von der Grafik her und so. Ach, schon ganz nice, ne? Verlasst das Terrain und greift aus der Deckung an. Dazu muss man auch wirklich sagen, das Spiel hier, das ist bei den Zuschauern sowas von beliebt. Also das glaubt man. Auch wenn die Leute wissen, dass ich nichts kann, die gucken es trotzdem gern an. So, vielleicht ist noch der Ton, der ist mir etwas zu laut. Das sollte ich vielleicht noch ein bisschen runterschrauben. Ja, alles auf maximal, das ist viel zu viel. So ist besser. Ja, also heute ist mal wieder alles gründlich schief gegangen. Jan, erzähl mal. Ja, und zwar, ich wurde bis zum 30. Ende des Monats von GTA 5 gebannt. Und ja, so lange machen wir jetzt halt mal hier das Warface. Weil ich will auf jeden Fall weitere Let's Plays machen. GTA 5 folgt dann natürlich wieder, so lange wird halt der Marco und der Chris weitermachen, halt ohne mich. Leider, ja. Und derzeit machen wir dann, denke ich mal, auch das Warface dann. Und ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Weil immer das GTA. Ja, einfach mal was Neues machen. Und dann nochmal auf deine Frage. Oha, was ist das? Das ist so ein Standard. So ein Standgeschütz, das ist ziemlich heftig. Wichtig ist bei Warface definitiv, dass wenn du einmal stirbst, da musst du warten, bis irgendjemand einen Checkpoint erreicht. Oder du musst so eine sogenannte Wiederbelebungsmünze setzen. Die kriegst du, glaub, nach jedem Spiel oder so kriegst du da eine. Und wenn du keine mehr hast, ja, dann musst du halt so lange zugucken, bis irgendein Teamkamerad einen Checkpoint erreicht hat. Das vielleicht nur mal so am Rande. Die Miliz greift nur aus der Nähe an. Schaltet sie aus, zu positional kommen. Dann noch zu den verschiedenen Perspektiven, die es hier gibt. Also du kannst einmal Sanitäter machen, einmal Sturmtrupp und was gibt's sonst noch? Ingenieur. Und jeder hat halt so seine eigenen Fähigkeiten. Also als Sturmtrupp kannst du zum Beispiel deine eigene Munition nachladen und auch die Munition anderer. Ja, das habe ich im Tutorial schon gesehen. Genau. Dann, ich glaube, als Scharfschütze kannst du irgendwie gucken, dass du eine Schutzweste wieder kriegst. Ja. Und Ingenieur kannst du, glaube ich, irgendwelche Bomben legen. Und so hat halt jeder Charakter seine eigene Eigenschaft. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man einen Sanitäter in der Gruppe hat, denn der kann dich nicht wiederbeleben. War gerade echt knapp. So. Genau, und wegen deiner Frage von vorhin, wie das so ankommt bei den Zuschauern, wenn man mal das spielt und mal das, im Endeffekt ist es egal, wie es rüberkommt oder ob das die Leute sehen wollen oder nicht, weil das Wichtigste ist, dass du daran Spaß hast. Ja klar, das sowieso.
eben. Und dann ist es sozusagen nur ein Bonus, wenn es den Leuten gefällt und wenn die danach dann süchtig sind. Aber rein theoretisch, solange das zu deinem Motto passt, kannst du eigentlich alles machen. Kritisch wird es natürlich, hey, das ist cool. Kritisch wird's natürlich erst, wenn du ein Beauty-Kanal bist und dann Beauty und Let's Play machst und dann irgendwie noch welche Musik-Reviews oder so, das passt da nicht so ganz. Ja, klar. Aber bei euch, alles was Gaming betrifft, gar kein Thema. Passt zu eurem Motto. Ja, klar. Checkpoint erreicht. Verbrauchsgüter wieder hergestellt. Ja, und bis jetzt ist das Spiel echt cool. Gefällt mir. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier so einen Checkpoint erreicht. Das heißt, da wurde dann die das Leben wieder aufgefüllt und die Munition. Und auch die Leute, die vorhin gestorben sind und keine Wiederbelebungsmünze gesetzt haben, die sind auch wieder lebendig. Shit. Kommt ihm nicht zu nahe, okay. Und fliegt ihn zu Boden und werdet dort erledigt. Flankiert ihn oder erledigt ihn auf Distanz durch Kopfschuss. Oha, die kommen jetzt mit dem Einschaltschild. Ja, die kommen mit dem Schild. Die sind dann ganz gefährlich. Wenn die nah bei dir dran sind, die kloppen dich nieder, dann kannst du von alleine nicht mehr aufstehen. Ja. Dann muss dir entweder jemand helfen oder du bist hoffnungslos verloren. Hinter uns. Tatsächlich, ja. Und was natürlich so geil ist an Warface, das ist ja ein Koop-Spiel. Und wenn du das wirklich mit 4-5 Leuten im Koop zockst und noch alle irgendwie mit Teamspeak oder Skype verbunden sind, dann macht das sowas von richtig Fun. Also wirklich richtig. Ja, klar. Kann ich mir denken. Man dann so eine Taktik schmieden, einer geht links rum, einer kümmert sich frontal und einer warnt den anderen. Das hat schon was, wirklich geil. Mhm. Ich habe keine Munition mehr, so ist. Ich auch nicht. Und ich bin kein Sanitäter. Was ist das hier überhaupt? Du Scheiße, was ist das? Oh, jetzt weiß ich, was es ist. Ich glaube, dass ich das Spiel das erste Mal spiele, bin ich gar nicht mal so schlecht. Ja, das sitzt eigentlich recht schnell. Ich brauche dringend Munition. Checkpoint erreicht. Okay. Verbrauchsgüter wieder hergestellt. Glaub, ich guck mal. Nee, ich habe glaube keinen zum. Doch, ich habe einen Pack. Wo bist du? Ich kann dir einen geben. Da. Aber Checkpoint war gerade, also das heißt, ich bin wieder versorgt momentan. Ah, okay, ja gut. Das siehst du auch bei diesem komischen Achteck, wenn das komplett leer ist, oder umso mehr es leer ist, umso so weniger Munition hat der. Was für ein Achteck? Wenn du diesen Kasten mit der Munition auf einen Mitspieler haltest. Kommt da so eine Art Achteck oder sowas. Also du kannst ja auch gerne, wenn du die nächsten zwei Tage Zeit hast oder so, so ein Let's Play auf unserem Kanal anschauen und dann kannst du dir da dein eigenes Bild von machen oder auch selber durch Spielen ein bisschen rumexperimentieren. Ja klar, warum nicht? Scharfschützen, verlass das offene Terrain. Also eigentlich ist es ganz simpel. So, wir werden da jetzt noch vom Hubschrauber abgeholt und dann ist die Mission erstmal beendet. Und jetzt kommt der Clou. Ich bin der einzigste Mensch, wo es fertig bringt, sich von dem Helikopter zu überfliegen lassen. Das heißt, der Helikopter ist mal auf mir gelandet und ich bin gestorben und habe gedacht, hey, wieso bin ich tot? Danach kam dann die Erleuchtung. Ich bin einfach auf der Landebahn gestanden. Also ihr könnt jetzt rein theoretisch gleich alle hier rein. Und dann fliegt der Helikopter ab, dann wäre die Mission bestätigt. Gute Arbeit, Team. Wir sind hier fertig. Hört schlecht.
Da unten kannst du jetzt nicht abstimmen, schlecht, was du noch von der Karte möchtest. Oh, wieder Hitzewelle. Und hier ist dann auch der Vorteil, wenn du dich schnell aufleveln willst. Sobald du ein Level erreicht hast, gibt es, glaube ich, für 1,5 Stunden oder so einen Bonus. So kannst du mehr EP, also mehr Erfahrungspunkte sammeln. Und dann steigt dein Level schneller. Das heißt, wenn du dich da mal 3 Stunden hinsetzt und zockst, dann steigst du ziemlich schnell nach oben. Das ist cool. Guck mal kurz, hol dir Verbesserungen. Was kannst du da machen? Ja. Ich glaube, da musst du dann was kaufen. Na. Also da würde ich jetzt erstmal nichts machen. Ich könnte meinen Helm kaufen. Und Schützenhelm. Da musst du halt natürlich auch gucken, was spielst du denn von Charakter und dann den Charakter aufrüsten. Weil wenn du dir jetzt einen Helm kaufst beim Schütze, dann hat nur dein Schütze der Helm und wenn du mal Sanitäter bist, dann hast du eben nicht denselben Helm. Ich weiß ja nicht, was ist dein Ding? Schütze, Sanitäter, Ingenieur oder Scharfschütze? Schütze. Okay. Dann musst du auf jeden Fall auf den Schützen-Button gehen und dann kannst du da mal ein bisschen rumstöbern und gucken. Ja, ich habe gerade so ein bisschen geguckt, ist nicht schlecht. Da gibt es auch so einen bestimmten Helm, der ladet deine Lebensenergie von alleine auf, wenn du dich ein bisschen zurückhältst. Der ist eigentlich ziemlich cool, den habe ich zum Beispiel auch auf. Ja. Okay. Ich habe mir jetzt gerade den billigsten mal geholt. Nein, jetzt bin ich auch Ingenieur. Das gibt's doch gar nicht. So ein Scheiß, ey. Also wahrscheinlich läuft's... Haben die einfach eine Internetleitung da unten? Ja. Poco Puffy. Da siehst du mal. Bist ja du noch gut dabei, ha? Ja, das ist wirklich so. Also, ich will sagen, ich gehöre... zu den 30%, die wo die schnelle Internetleitung haben. Was hast du für eine Leitung? 13.000? Nee, 3.000. 3.000. 3.000. Oder 6.000, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube eher mehr 3.000. Okay. Du musst eindeutig umziehen. Ja. Ich habe schon zu meiner Mutter vorhin gesagt, ich ziehe jetzt nach Heidelberg. Kommst du zu mir? Ja, genau. Wie weit ist denn eigentlich Heidelberg von dir entfernt? Also, wie schon gesagt, was war es nochmal? Tuttlingen, ne? Ja. Das wäre 100 Kilometer entfernt. Wie lange fährst du da ungefähr? Schon Auto? Ja, beziehungsweise ich habe einen Führerschein, aber kein eigenes Auto. Okay. Ich glaube 1,5 Stunden ist es. Wäre doch irgendwie mal geil, wenn wir uns treffen und zusammen Relog drehen. Das wäre wirklich geil. Das können wir gerne mal machen. Hat richtig Style. Irgendwann so, keine Ahnung, im Mai oder in den Sommerferien, da habe ich nämlich Urlaub. Ja, schlecht, weil da bin ich daheim. Ah. Da haben wir ja Ferien. Nö, also wäre durchaus mal, an einem Wochenende oder so. Wäre durchaus mal cool, ja? Wieso nicht? Verlass das offene Terrain und greift aus der Deckung an. Mhm. Ich meine, ich will mir jetzt eh mal so eine Vlog-Cam anschaffen. Ja, okay, cool. Und die hole ich mir dann so im Frühjahr dieses Jahr. Also so Mai, April. Ja, warum nicht? Ja. Das ist doch jetzt die gleiche Map hier, oder? Genau, das ist die gleiche, ja. Da haben sich 2 Leute für Hitzewelle entschieden. Ja. Aber wir machen nachher noch eine andere. Hoffe ich doch zumindest. Da ist schon der Checkpoint. Spezialeinheiten sind gut trainierte Blackwood-Truppen. Wenn euch einer blendet, sucht Deckung und überlasst ihn einem Kameraden. Checkpoint erreicht. Verbrauchsgüter wiederhergestellt.
Endlich. Muss ja ewig oft schlagen, dass die mal verrecken. Kann man eigentlich Waffen von den Gegnern aufheben? Nee, kannst du nicht. Die schweren MGs sind abgeschirmt und bemannt, so schwer auszuschalten. Flankiert sie und greift aus verschiedenen Richtungen an. Hey. Jetzt hin. Oh, da oben, da gibt's ein Bumsrohr. Geil. Was? Ein Bumsrohr. Ah, oh, okay. Ein Granatenwerfer, Raketenwerfer. Oh, fuck, ein Geschütz. Ja, das Standardgeschütz, das ist immer ziemlich heftig. Dieses Standgeschütz. Okay, tot. Also den kriegst du ja auch nur ganz, ganz schwer. Versuche jetzt mal nur mit der Pistole rumzulaufen. Gucken, ob ich schaffe. Also da ist das noch möglich. In einem anderen eher weniger. Die Miliz greift nur aus der Nähe an. Schaltet sie aus, bevor sie zu nahe kommen. Wo sind die jetzt? So, alle Mann weg! Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. Boah. Irgendwann kommt dann hier noch in diesem Spiel mein Lieblingsschatz. Das ist wie heißt der jetzt nochmal? Techman oder so. Der ist wirklich krass. Der hat so ein Ganzkörperkondom an. Und. Ganzkörperkondom? Ja. Ist wirklich ein Ganzkörperkondom. Ziemlich stabil sogar. Und, Mech heißt der. Und der hat auf seinem Rücken eine Energiezelle, eine blaue. Und der. Er leidet nur Schaden, wenn du diese blaue Energiezelle triffst. Der ist ziemlich krass. Ja, das ist cool. Ich glaube, nachher spiele ich mal Sniper. In der nächsten Runde. Ich spiele definitiv Schütze. Ja, meine ich ja. Achso, du Schütze. Nicht das ganze Team auslösen. Also Schütze ist praktisch euer Sturmtrupp. Fuck, keine Munition mehr. Ich will aktivieren. Ich darf aktivieren. So. Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen. So. Den hätten wir auch mal gekillt. Schild! Kommt ihm nicht zu nahe, sonst geht ihr zu Boden und werdet dort erledigt. Flankiert ihn oder erledigt ihn auf Distanz und Abschluss. Oh, oh, oh. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir praktisch aufhelfen, wenn ich am Boden lieg. Genau. Danke. Bitte. Ah, müssen hier lang jetzt. Hoch, komm raus. Oha, komm schon. Ich bin gerade voll konzentriert. Gebe euch den Ellenbogen. Der war jetzt gerade echt schlecht. Ellenbogen, 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 Ellenbogen. Ellenbogen, Ellenbogen. Jawoll. Was ist denn das jetzt hier, Mensch? So. Ah,
Ich habe gar keine. Oh Mann. Ellenbogen Move. Auf aktivier's schneller. Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. So. So, der fliegt. Oh, wir haben ein bisschen geleckt. Da musst du ein bisschen Abstand halten, ganz wichtig. Oha. Schon krass, ne? So. Wie stellt man da eigentlich die, wenn man C drückt, die die Aufsätze da frei? Da habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ich glaube, da kriegst du nicht so schnell einen Aufsatz. Ah, wie sie im Eck campen. Achtung, Kampfschütze! Verlasst das offene Terrain und greift aus der Deckung an. Was meinst du? Könnte das Chris auch gefallen? Oh. Begebt euch für die Evakuierung zum Hubschrauber. Kannst du ihn ja gleich mal darauf aufmerksam machen, auf Sonntag, dass er sich das holt, dann können wir das nämlich zu dritt machen. Wenn sie ihm denn gefällt. Scharfschütze getroffen. Vorwärts. Nicht mehr. Gut, wir haben es geschafft. Magazin. Hätte, glaube ich, gerade Munition gegeben. Das sage ich dir gleich. Ja, hast du. Gute Arbeit, Team. Wir sind hier fertig. So, dann super geiles Game. Machen wir hier mal einen Cut. Dann machen wir noch eine Mission. Machen wir einen Cut. Auf einer anderen Map und dann machen wir Feierabend, oder? Jo, machen wir. Dann geh mal bitte auf Pusher. Das ist die mittlere. Was Pusher? Unten links, ganz unten in der Mitte. Kann ich nicht drücken. Kannst du nicht, okay? Okay, auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. Genau, bis dann. Bis dann.